Hallo meine lieben Filmefreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja Leute, was gibt's heute vorgestellt? Ihr habt es natürlich schon wieder gesehen und ich habe es auch schon hier liegen. Ja, ich bin darauf gekommen, dass ich alle Rambo-Messer vorstelle. Ich habe jetzt das erste vorgestellt, das zweite und jetzt kommen wir zu dem dritten. Vorab einmal zu sagen, ich zeige euch jetzt erstmal schon den Karton. Rambo 3, das ist auch wieder die signierte Edition von Sylvester Stallone. Da seht ihr das einmal. Das ist natürlich auch wieder von Master Cutlery und hinten drauf steht das noch einmal. Da seht ihr auch noch mal die ganze Beschreibung. Und ihr seht schon an der Größe des Kartons, dass das wirklich mega groß ist. Und das ist es auch. Man sagt eigentlich oder generell von der ganzen Rambo-Messer-Serie, dass das hier generell überhaupt das männlichste Messer sein soll. Einer hat sogar geschrieben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ein fester Artikel war, aber das männlichste Messer der Welt überhaupt wurde auf jeden Fall das hier damit verbunden, sage ich mal. Und das soll einfach das geilste wohl sein, was es gibt. Und ich muss euch wirklich sagen, das Messer an sich könnt ihr mit dem Messer aus dem ersten und zweiten Teil gar nicht wirklich vergleichen, weil das hier ist eine ganz andere Liga. Ja, und jetzt kommen wir mal dazu. Ja, ich öffne jetzt mal den Karton. Ich habe das Messer schon an der Seite liegen, aber ihr seht schon, wenn ich den Karton öffne, das war auf jeden Fall so hier drin, was ich wirklich richtig, richtig toll finde. Also, wenn das Messer hier drin liegt und dann habt ihr auch noch mal eine Befestigung extra für die Klinge vorne, dass ihr das einlegen könnt, das ist so, so toll. Ich schaue einmal hier drunter. Das könnt ihr nämlich noch hochnehmen. Ja, und da kommen wir jetzt nämlich schon zu dem, was ich euch als erstes zeigen werde. Bei mir ist das auch noch verpackt. Ich habe die Lederscheide noch nicht ausgepackt, weil ich bin mit diesen Sachen immer so, wenn es neu ist, dann soll es auch erstmal noch so bleiben. So sieht die auf jeden Fall aus. Ich denke, ihr könnt das jetzt ja trotzdem erkennen durch die Kamera. Hier einmal wieder die Unterschrift von Sylvester Stallone und hier unten, ich halte mal einmal die Folie, seht ihr nochmal Rambo 3. Das Ganze ist auch noch zugeschweißt, ich habe das noch nicht geöffnet. Das hat aber auch wieder ein Lederbändchen wie die anderen auch. Ist ja eigentlich klar, das Messer muss, gerade dieses hier, muss auf jeden Fall die Halterung haben für den Oberschenkel. Dann habt ihr hier auch wieder einen Druckknopfverschluss und hier an der Seite habt ihr auch wieder so eine Schlaufe, um das dann an den Gürtel zu befestigen. Und ich finde das auch schön, wenn der Karton leer ist, könnt ihr das natürlich einfach hier reinlegen. Das dann hier wieder drauf. Und dann habt ihr natürlich die Einlage für das Messer selbst. Und hier ist natürlich auch wieder ein Zertifikat bei, dass ihr eine limitierte Edition habt. Ich habe jetzt die Nummer 0972. Ja, das habe ich. Und die muss ich wirklich aufhängen. Ich werde demnächst auch gucken, dass ich dafür die passenden Bilderrahmen finde. Ich muss das einfach an der Wand haben, Leute. Das geht ja gar nicht. Sagt mal was. Divi, du musst das auch aufhängen. Ja, das mache ich auch. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Schatz. Ich muss jetzt erstmal wieder meine Handschuhchen anziehen. Und dann kommen wir mal zu dem Eingemachten. Jetzt bin ich auch wieder so aufgeregt. Das ist voll schön. Ja, tada! Hier ist das Rambo-Messer des dritten Teils. Wie gesagt, das ist eine ganz, ganz andere Liga. Das könnt ihr mit den ersten beiden absolut nicht vergleichen. Das ist richtig, richtig klasse. Ihr habt natürlich, erstmal ist es mega schwer, ihr habt echt ein Gewicht, ihr habt hier einen echten Holzgriff und das Messer ist komplett ein Stück.
Es ist, hier unten seht ihr auch nochmal die Zahl 0972 von den 10.000. Das heißt, ich habe das 972. Messer, was dann gefertigt worden ist. Und wenn ich das jetzt schon halte, seht ihr schon, wie riesig das überhaupt ist. Und hier unten ist kein Lederbändchen, das ist ein Synthetik, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal, ist auf jeden Fall kein Lederbändchen, aber ihr könnt das natürlich individuell austauschen, das macht ja absolut gar nichts. Nur ist das hier auf jeden Fall das Messer, hatte ich auch gezeigt, hier seht ihr nochmal Rambo 3 und die Unterschrift von Sylvester Stallone. Bei diesem Messer ist es auf jeden Fall so, dass ihr natürlich, wenn ihr die Filme kennt, sind die ja wirklich 1:1 nachgearbeitet worden. Habt ihr keinen Kompass, kein Überlebenskit oder sowas da drin, sondern es ist wirklich rein nur das Messer. Und das ist, ich habe es schon mal getestet, damit Papier zu schneiden, weil ich die Messer ja natürlich nicht benutze. Das sind ja so meine Schätzchen und so, ne? Aber das hier ist das Schärfste von allen. Also das ist, da könnt ihr quasi fast so ein Haar fallen lassen und dann zerteilt sich das in zwei Hälften. Das ist, also das schneidet wie Butter. Das ist Wahnsinn und das ist wirklich so, so toll verarbeitet mit allem. Das ist ja unglaublich und das ist natürlich richtig ein Messer. Also da habt ihr nicht diese kleinen, wie das aus dem ersten Teil, da seht ihr schon, wie sich auch die Filme weiterentwickeln, natürlich in Rambo, dass er, weiß ich auch nicht, das ist einfach so mega toll. Ich liebe das genauso wie die anderen auch, aber das ist echt ja, schon groß. So, wie groß das denn dann wirklich ist und wie schwer das überhaupt ist, das zeige ich euch jetzt natürlich auch. Und deswegen schalten wir jetzt erstmal wieder die Kameraperspektive um. So, das Messerchen kommt jetzt einmal zurück. Jetzt holt die Divi das Wägelchen. Das stelle ich mal schon hier hin. Und dann geht's los und wir gucken, wie schwer das ist. Ihr werdet es nicht glauben. Dieses Messer alleine wiegt 856 Gramm. Das ist schon wirklich heftig. Und ihr seht auch schon, wie groß das ist. Es ist einfach Wahnsinn. Ich zeige euch das jetzt einmal hier nochmal. Hier ist das auch nochmal Rambo 3 und nochmal die Unterschrift von Sylvester Stallone, was mir wirklich sehr, sehr, sehr wichtig war. So Leute, jetzt habe ich das Messer einmal mit der Scheide zusammen hier draufgepackt. Ist ja jetzt egal, ob das in Folie ist, aber das Gewicht ist natürlich immer noch dasselbe. Und hier haben wir 1142 Gramm. Also wenn das kein Messer ist, weiß ich auch nicht, Leute, ne? Sag mal, das ist auf jeden Fall schon richtig was. Und jetzt kommen wir zu den Abmaßen. So Leute, ich habe das Messer jetzt einmal hier draufgelegt, auch vorne wieder angelegt an den Karton, wie das Maßband auch ist. Und wenn wir jetzt nicht wieder rutschen, da das oben ja abgeschrägt ist, würde ich jetzt sagen, es ist 46,5, weil das ja da oben aufhört. Und das ist schon richtig ordentlich. Also da kommen wir von dem ersten zu diesem schon einige Zentimeter weiter. Und selbst das Holz, das ist so, so schön verarbeitet. Also es ist wirklich, wirklich hochwertig. Ja, das war jetzt erstmal das Messer. Und jetzt schalten wir wieder um, damit ihr mich auch sehen könnt. So Leute, das hier war jetzt meine Vorstellung zu dem dritten Messer der Rambo-Teile. Und ja, ich hoffe, meine Vorstellung hat euch wieder Spaß gemacht. Wir wissen jetzt, wie schwer das Ding ist, wie groß das denn ist und wie das in Divi's Hand überhaupt aussieht. Ja, auf jeden Fall so. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch das richtig zeigen konnte, dass ihr auch mit dem Video zufrieden seid. Ich denke, so habt ihr auf jeden Fall schon mal die Fakten zu dem Messer. Und
Für alle Rambo-Fans, die jetzt natürlich auch schon mein erstes Messer und mein zweites Messer gesehen haben und jetzt dieses, die wissen natürlich, es gibt noch ein viertes. Ja, ich sage natürlich eigentlich nicht immer Messer dazu. Für mich ist es eher was anderes, aber dazu komme ich dann in einem Video. Aber es wird natürlich immer als Messerchen dargestellt und deswegen sagen wir dann auch mal, das vierte Rambo-Messer. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und allen Nicht-Rambo-Fans natürlich auch. Vielleicht werdet ihr ja auch irgendwann noch Fans der Reihe oder habt eine Leidenschaft dann für die Messer entwickelt. Ich wollte euch das auf jeden Fall zeigen, so wie das auf jeden Fall aussieht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen super, super schönen, sonnigen und sommerlichen Tag, Leute. Und bis dahin, ja, macht's gut und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!